Lucky Channel! Ohio Luckies! Ich bin Akira Kugami. Das ist schon unsere zweite Ausgabe vom Lucky Channel. Da flippe ich komplett aus! Okay, der da ist mein wunderbarer Assistent. Minoru Shiraishi-san! Sag was! Ich bin Akira-samas Assistent Minoru Shiraishi. Ich bin zwar neu hier, aber vielleicht könnt ihr ja meinen Namen merken, ja. Na gut, unsere Sendung hat zwar gerade erst angefangen, aber wir haben bereits eine Menge Fanpost von euch bekommen. Akira ist jetzt super mega glücklich! Danke! Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Das zeigt bestimmt, wie beliebt Akira-sama ist. Ist irgendwas? Ich habe die heutige Folge gesehen. Echt? Du hattest eine Rolle. In der heutigen Sendung, du hattest einen Auftritt. Ja, sie waren so nett und gaben mir eine Nebenrolle. Wie dem auch sei. Mal überlegen, in welcher Szene warst du nochmal? Ich glaube, es war Szene 45 Teil A, die Szene im Klassenraum, nachdem die Ferien vorbei waren. Ja. Sag mir nix. Du warst so unbeholfen, dass ich es wahrscheinlich verdrängt habe. Nun ja, ich hatte dieses Mal auch nur einen Satz. Wie war das? Ist das einfach nicht genug für Nein, dich? Nein, so meinte ich das nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass ich so ein Amateur wie du sich so übernehmen sollte. Weißt du, als ich meinen ersten Auftritt hatte? Erster Auftritt? Wie alt warst du da? Siehste, 3 Jahre. Ich war für jeden Satz, den ich sprach, sehr dankbar. Die Qualität zählt nun mal mehr als die Menge. Da hast du recht. Als ich die anderen sah, war ich ziemlich nervös. Ich bin dankbar für diese Erfahrung. Du warst ziemlich steif. Hä? Steif wie ein Brett. Oh, seht mich an, ich bin nur ein Amateur. Du weißt schon. Es war einfach nur... Mach's einfach nochmal. Etwa hier? Jetzt hast du die Chance zu zeigen, was du kannst. Ja. Dann fang endlich an. Und ich werde dir dabei helfen. Ja, verstanden. Bitte hilf mir, besser zu werden. Gib mir den Text. Was war das noch gleich für eine Szene? Szene 45. Ach, diese? Okay, dann spreche ich Kuroi-Sensei. Gerne. Fertig? Und Action! Tag zusammen, habt ihr auch alle fetzige Ferien gehabt? Na dann frisch ans Werk. Ihr hattet ja einen Batzen Hausaufgaben bekommen. Und ihr wisst ja, bald gibt es doch wieder Klassenarbeiten. Aus diesem Grund habt ihr sicher nicht viel Spaß haben können. Das kann man doch nicht Ferien nennen. Was soll denn der Quatsch? Wie? Einfach nur grausam. Du hast keine Gefühle rübergebracht. Gefühle? Hier! Genauso! Sprich so, dass sie es hier fühlen! Sorry. Wenn du nur den Text abliest, dann könntest du auch ein Affe erledigen. Hä? Ein Affe kann doch nicht... Was? Oh nein, es ist schon vorbei. Wenn man Spaß hat, verfliegt die Zeit wie im Flug, oder? Aus diesem Grund sendet uns auch bitte Fragen und Kommentare zu unserer Sendung. Wir werden uns auf jeden Fall total darüber freuen. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bye, bye! Also, wie waren die Quoten? Was meinst du? Du weißt, was ich meine. Bald wird hier jemand Abschied nehmen müssen. In diesem Saftladen geht doch jeder jemand die Gurgel. Nein, für mich sieht das nicht so aus. Dann bist du vermutlich nur ein...